Meine Stellenbezeichnung lautet ja Sachbearbeiter im Archiv. Eine meiner Hauptaufgaben ist es für die Bürger, wenn sie irgendwelche Anliegen haben oder irgendwelche Dokumente brauchen, die sie jetzt zum Beispiel nicht mehr haben, dort zu recherchieren und im besten Fall ihnen die Dokumente übergeben zu können. Archiv Suleiman, hallo. Du gehst mit einem guten Gefühl nach Hause, weil du einfach weißt, du hast auch was Gutes hier geleistet, weil du halt auch für die Bürger was machst und nicht nur für dich selbst. Ich bin ja in Berlin geboren und aufgewachsen und mit 30 Jahren erst nach Oberhavel gekommen, nach Hohenneuendorf. Meine Frau hat die Stellenanzeigen durchgeblättert, weil sie einfach gesagt hat, so, der aus dem Jungen muss ja irgendwas mal werden. Und habe die Stelle gefunden, mich darauf beworben, wurde eingeladen, dann den Test anscheinend ganz gut geschafft. Das Gespräch lief auch ganz gut und ja, dann hat man mir die Chance gegeben, hier anzufangen und bin mehr zufrieden, seit über 3 Jahren. Also natürlich würde ich erstmal von den Vorteilen erzählen, die mir persönlich gefallen. Und das ist nun mal die Flexibilität, der sichere Arbeitsplatz. Der öffentliche Dienst bietet dir sehr, sehr viel Sicherheit, viel Verantwortung. Und das sind alles Sachen, die kann ich nur empfehlen. Du hast hier halt auch Zukunftsaussichten. Also für jeden ist hier was dabei. Auch die Sicherheit, dass du dein Geld immer pünktlich bekommst. Das wird immer kleingeredet, aber das ist schon ein schönes Gefühl, wenn man sich über so eine Sache keinen Kopf machen muss. Du hast hier alles, also unabhängig, dass wir eine tolle Cafeteria haben, hast du trotzdem auch in der Umgebung schöne Orte zum Verweilen oder zum Genießen. Also ist alles hier. Ich bin in 5 Autominuten auch in Frohnau, also in Berlin und genieße eigentlich beide Welten. Ich bin ganz ehrlich, ich will es halt auch nicht missen. Also, keine Scheu, bewerbt euch beim Landkreis Oberhavel und euch wird hier viel geboten. Und ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Also traut euch und ich zähle auf euch. Alle weiteren Infos findet ihr unten auf der Beschreibung oder auf www.oberhavel.de.